Am Wochenende war der ungeschlagene Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen mit seinem Trainer Xabi Alonso zu Gast auf dem Schlossberg. Doch eben dieser Tabellenführer tat sich in Durchgang Nummer 1 in der Voith Arena ziemlich schwer. Kam nicht zu allzu vielen Chancen. Eine davon sehen wir jetzt, wird's mit seinem ersten Abschluss der Partie. Aber keine große Herausforderung für Kevin Müller. Der FCH natürlich extrem in der Defensive gebunden, aber trotzdem gab es immer mal wieder kleine offensive Nadelstiche. So wie hier von Tim Kleindienst eine überragende Annahme, wie er den Ball aus der Luft pflückt. Wirklich sehenswert. Der Abschluss dann ausbaufähig. Alles sah nach einem verdienten 0:0 zur Halbzeit aus, doch einmal konnte der FCH hinten nicht perfekt verteidigen. Und das nutzten die Leverkusener prompt aus. Der Ball kommt in die Mitte und Frimpong zum 1:0 kurz vor der Halbzeitpause. Eine schon eher glücklichere Führung für die Leverkusener. Das Unentschieden wäre zur Halbzeitpause absolut in Ordnung gegangen. In Durchgang Nummer 2 die Gäste dann stärker und mit mehreren Chancen und immer wieder ging es über den Torschützen, über Frimpong, über die rechte Seite in den 16er rein, suchte schnell den Abschluss, aber verfehlte das Tor in dieser Situation knapp. Schöne Kombination im 16er, die gab es auch danach, dieses Mal wieder über Frimpong. Der Abschluss dann aber von Wirtz und zwar ans Gebälk. Der FCH jetzt also auch mit ein bisschen Glück in der Partie. Anders wird es wahrscheinlich auch schwierig gegen starke Leverkusener. Nach einer Vorentscheidung sah es dann in der 82. Minute aus. Eine erneut schöne Kombination vorbei an Kevin Müller und das 2:0. Adli mit dem Treffer nach traumhaftem Pass von Florian Wirtz. Doch unsere Mannschaft gab sich nie so richtig auf, kam nochmal ran. Standard von Kevin Sessa in der 87. Minute. Die Leverkusener verpassen es, final zu klären. Dovedan auf Tim Kleindienst und auf einmal war er da, der Anschlusstreffer. Doch das reichte am Ende des Tages leider nicht mehr aus. Ein bisschen zu spät gestartet die Aufholjagd. Und so verlor der FCH nach aufopferungsvollem Kampf erstmals nach 8 ungeschlagenen Spielen wieder mal eine Partie. Ich glaube, wenn du gerade gegen eine Mannschaft verlieren kannst, dann ist es Bayer Leverkusen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es für uns einfach wichtig, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben. Wir sind nicht untergegangen. Wir waren noch in der Lage, nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen nochmal einen Anschlusstreffer zu machen und hatten sogar noch so eine kleine Druckphase. Von daher, ich glaube, wir können zufrieden sein. Natürlich ist Verlieren nie schön, aber ja, es ist gegen Bayer Leverkusen gewesen. Die wären höchstwahrscheinlich deutscher Meister. Also ich glaube, das können wir verkraften. Natürlich wird Union ein anderes Spiel. Ich glaube, da geht es auch wahrscheinlich mit dem Ballbesitz. Da haben wir vielleicht doch ein bisschen mehr, aber heute war ein bisschen wenig. Aber es gehört halt dazu. Ich glaube, wir sollten einfach mitnehmen, dass wir nie aufgegeben haben. Dass wir, wie ich schon gesagt hatte, in der Lage waren, selbst gegen Bayer Leverkusen wieder einen Anschlusstreffer zu erzielen. Und ja, einfach auf die gute Leistung drauf aufbauen und die jetzt auch mit in die nächste Woche nehmen. Ich glaube, dass einfach wir es hier in der Voith Arena mal wieder schaffen, dieses Spiel vielleicht wild zu gestalten, dass es nicht ganz so souverän ist. Trotzdem glaube ich, dass es momentan wahrscheinlich die beste Mannschaft Deutschlands ist, gegen die wir gespielt haben. Am Ende ist es trotzdem enttäuschend, weil ja, irgendwo war vielleicht ein bisschen mehr drin, aber wir hätten das perfekte Spiel gebraucht. Das haben wir nicht gemacht, haben Kleinigkeiten angeboten in der Defensive, die sie genutzt haben, haben unsauber unsere Umschaltmomente, die wir hatten, ausgespielt. So kamen wir kaum zu Torchancen, bis auf das Tor hatten wir, glaube ich, noch klar noch einen Schuss von Gimbo, aber sonst auch nicht viel mehr. Ja, es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Ich glaube, Leverkusen hat auch keinen Spaß. Uns macht es dann Spaß, wenn der Gegner keinen Spaß hat. Ja, klar ist es enttäuschend, aber trotzdem war es eine gute Leistung. Und ja, wenn man gegen den wahrscheinlich kommenden deutschen Meister gespielt hat, dann ja, es ist, ich will's, nee, okay, es ist nicht, dass die Siegesserie oder diese ungeschlagene Serie endet, aber irgendwo verkraftbar.